Okay, ich habe gerade in der letzten Aufnahme gesehen, dass sich mein Programm wieder verabschiedet hat mit Elgato Wave und ich weiß nicht, ob ich mich noch rechtzeitig verabschieden konnte. Aber herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Hier ist kein Pilz. Und da ist auch so ein komisches Gesicht. Sind auch wieder Pilze? Die leuchten. Die leuchten auch. Warte mal kurz. Orden. Glaube ich, nehme dann doch mal. Die hier raus, die benutze ich ja kaum. Nehme den Stachelschild da rein. So. Erster Angriff erfolgreich. Okay, Bombett, bitte mach du das. Das sind mir dann doch zu viele. Warte eben. Erfrischung. Das ist gut, dann kann ich mich schon mal etwas aufheilen. Dann mal die Powerbombe. Ich habe fast wieder vollgeheilt. Das ist nicht das Super. Hier sind auch Pilze. Die scheinen auch nochmal zu leuchten. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich muss hier lang. Hier lacht und verschwindet nach unten. Und wieder Erstangriff erfolgreich. Okay, doch, das können wir so machen. So, Nummer 1. Okay, wie viel Schaden machst du? Nein, du musst. Okay, dann würde ich mal sagen, maximal 3. Okay, der teilt sich jetzt, das ist blöd. Ich drücke nämlich, lasse A los und drücke dann nochmal A. Oder das nicht richtig ist. Ich weiß nie, wann ich da drücken muss. Okay, der ist in der nächsten Runde definitiv down. Okay, das war jetzt, glaube ich, nur Zufall. Nein, ich hab's vermasselt. Das war blöd. Wie du teilst dich. Oh, ich hab's schon wieder geschafft. So, ich glaube, hier setze ich tatsächlich mal einen Powersprung ein. So, und? Wunderbar. Nächster Level Up kommt auch. Langsam, aber es kommt. Ihr dreht euch auch nach rechts. Aber ihr verschwindet nicht. Erster Angriff erfolgreich. Thank you.
Das macht tatsächlich 3 Schaden, okay. Oh, 4 Schaden. Okay, dann. So, der nächste. Du machst auch 3 Schaden, das ist gut. Er teilt sich, das ist nicht gut. Dann setze ich nochmal Erdbeben ein. Und du kannst einen Bodystem einsetzen. Jetzt habe ich das nicht hingekriegt. Na, warte mal kurz. Und jetzt setzen wir den Hammer ein. Aber nicht, dass ich das gebraucht habe, aber okay. Oh, 7 Schaden. Okay, ihr dreht nach rechts und verschwindet, aber ihr bleibt dort, ne? Ja, okay, dann muss ich hier lang. Hier sind nur Steine und Gegner, die mir auf den Kopf fallen. Nein. Da setze ich tatsächlich mal meine Sternpunkte ein. Das würde mir persönlich zu lange dauern. Donnerblitz. Wunderschön. Hast du etwas im Buhu-Villa zu erledigen? Dann hier entlang. Und am Ende ist das falsch und ich komme wieder zurück am Anfang. Dann hole ich. Das sieht doch schon ziemlich spaßig aus. Oh, endlich, keine Sekunde länger hätte ich es in diesem gruseligen Wald ausgehalten. Mario, ich bin mir sicher, dass dies die Villa sein muss, von der der gruselige alte Geist gesprochen hat. Wie kommst du nur darauf? Beutelpilz. Kann der Trockenpilz weg? Warte. Kann ich nichts machen? Hallöchen? Niemand zu Hause? Willkommen, sehr verehrte Dame, sehr verehrte Herren. Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie durch den Nimmer-Nimmer-Wald gefunden haben. Meine Herren erwartet Sie im höchsten Zimmer dieser wunderschönen Villa. Bitte gehen Sie in den 2. Stock. Dort werden Sie alle Neuigkeiten über die hohen Sterne erfahren. Ich werde Sie dort erwarten. Hier ist potenziell wieder ein Shortcut. Mal speichern. Und hier geht es weiter.
Okay. Au. Gehen wir noch mal hier rein. Dann potenziell nach da oben. Warte mal. Und für den Fall der Fälle, dass wieder neue Gegner kommen. Das sieht suspekt aus. Da kann ich nichts machen. I believe I can fly. Aha, ich wusste, dass dahinter was sein muss. Okay. Scheinbar dürfen wir noch nicht dorthin. Dann ist hier noch eine Tür. Boah. Damit habe ich jetzt nicht gerecht. Das sieht so aus, als könnte ich da potenziell nach unten. Kann ich die zerstören? Kann ich da rein? Hallöchen? Ich bin geschrumpft. Kann ich das Spiel jetzt erst nicht so weiterspielen? Ach Mist, war nur für den Raum. Schade. War aber lustig. Hier könnte ich potenziell rein. Da auch. Hi, habe ich dich erschreckt? Du möchtest doch hoch in den zweiten Stock, oder? Zuvor musst du allerdings den Inhalt dieses Bildes finden. Findest du ihn, lasse ich dich nach oben gehen. Du bist ja ganz schön streng, wenn sie ihre Gäste so auf die Probe stellt. Okay. Hallöchen. Ist ja jemand? Hallo? Au! Mario, da bist du ja. Wenn du diese Schallplatte haben willst, musst du erraten, wer sie hat. Liebes bisschen. Lady Boo wird sehr böse, wenn wir es ihnen zu einfach machen. Gebt euer Bestes, so wie es geübt haben. Das ist doch nicht fair. Du hier? Oh, dass die Kamera da auch noch rausgeht. Nein, Buhu. Du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Oh, Buhu, Lady Boo wird uns unsere transparenten Hintern verstohlen. Transparenten Hintern. Eine Schallplatte. Wie kann man sie nur abspielen? Mit einem Schallplattenspieler? Hier ist aber auch noch ein Schrank und... Aua. Okay. Hätten wir das. Dann haben wir hier noch einen Raum. Mir ist so langweilig. Ich weiß, Lady Boo hat mir befohlen, hier zu bleiben, aber für wie lange noch? Hm?
Maro, ich glaube, du siehst ein bisschen... Naja. Hier ist doch eine Schallplatte. Drücke A, um die Platte zu spielen. Triff den Rhythmus. Drücke nicht zu schnell oder zu langsam. Drückst du B, hört die Musik wieder auf. Ach, Gewicht. Ach, jetzt kommen wir auch unten weiter. Oh nein. Lady Boo gab mir den Auftrag, diese Schatzruhe zu bewachen. Oh, sie wird mich bestrafen, wenn sie das herausfindet. Oh, nun, vielleicht habe ich ja Glück. Du kommst ohnehin nicht weiter, wenn du nicht weißt, wie man dieses Gewicht verwenden muss. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Das Rätsel war jetzt nicht wirklich schwer. Wir haben eine Schallplatte gefunden. Schallplattenspieler, der Geist kommt drauf zu. Das war jetzt nicht gerade sonderlich schwer, aber gut. Und höchstwahrscheinlich muss ich das dann jetzt hier anbringen. Damit der Kronleuchter auch unten bleibt. Bleib schön da, ja? Vor allem so klein, dieses Gewicht. Auf dem Bild sah das viel größer aus. Ist nochmal eine Truhe, hallo? Vor der B-Truhe. Vor die Mimikry-Truhe. Bin ich ja nicht nett. Nein. Die Uhr, Mario, deine Zeit ist gekommen. Hallo? Okay, da scheine ich nicht weiterzukommen. Hier ist noch eine Tür. Hier komme ich potenziell weiter runter. Ist das auch wieder so eine Fake? Nicht schon wieder. Not again. Mario, willkommen. Wenn du diese Stiefel haben willst, musst du erraten, wer von uns sie hat. Lady Boo wird sehr böse werden, wenn wir es ihm zu einfach machen. Gebt euer Bestes, so wie wir es geübt haben. Und los. Gott. Da. Oh, das war richtig gut getimt. Du hast die Superstiefel, die Angriffskraft von Marios Sprung wird erhöht. Außerdem kannst du nun den Wirbelsprung ausführen, wenn du A in der Luft drückst. Nein, Buhuhu. Du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Oh, Buhuhu. Lady Boo wird uns unsere transparenten Hintern versohlen, mal wieder. Das heißt, ich kann zurück in die Röhre. Ui. Nett. Warte, war hier nicht eine Tür? Ganz in der Nähe befindet sich eine versteckte Bodenplatte. Darunter ist ein Sternsplitter versteckt. Drücke A, während du springst. Kannst du sie finden? Viel Glück. Im gesamten Königreich, oh Gott. Kann ich hier eigentlich auch platt machen?
Oh, Ahornsirup. 10 pp. Da muss ich ja jetzt echt aufpassen. Einmal überall rumspringen. Deswegen springe ich überall nochmal dran. Lady Boo hat mir befohlen, keine Waren an Mario zu verkaufen. Und da du Mario bist, darfst du keine Waren haben. Ich glaube, jetzt kein Sternsplitter. Ach du liebes bisschen. Das sieht auch so verdächtig aus. Naja. Na, so kommen wir auch wieder raus. Okay. Ja, davon noch mal. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich muss überall einmal kurz springen. Sagt überall auf der Welt, also. Nett. Darf ich denn jetzt? Ach, drei Fehler noch. Die super ultimative Angriff Plus. Es scheint so, als wäre ich hier nichts mehr. Dann gehen wir aber weiter. In welchem Raum war nochmal so eins? Was? Hier in den Raum? Uff. Da können wir rüber. Einmal Park Harry, bitte. Da fliegen sie mich rüber. Ah, da haben wir auch schon den Porträt. In den zweiten Stock, das ist gut. Da komme ich potenziell noch hin. Warte, warum habe ich das Gefühl, dass da was ist? Ich glaube, ich muss noch mal hier hin. Ach, der Raum schon wieder. Bestimmt versteckt sich Lady Boo am Ende in diese Uhr. So, wenn wir jetzt da vorbeigelaufen sind. Naja.
Das sah schon so verdächtig aus. Warum sind da zwei übereinander gestapelte Boxen? Dann habe ich ja bald wirklich meine Sternsplitter zusammen. Freue mich. So, Boho, bitte geh wieder zurück zu deinem Platz. Puh, ach, schon viel besser. Es ist schön, nach so langer Zeit wieder mein Rahmen zu sein. Also gut, ich helfe euch, ins zweite Stockwerk zu gelangen. Spring einfach in das Bild, ich kümmere mich um den Rest. Geronimo! Geronimo! Ich stelle Bu schöne Grüße von mir. Okay, ich kann da lang. Kann aber auch da rein. Was ist jetzt der richtige Weg? Endlich bist du da. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Ich habe dich getestet, um herauszufinden, ob du deinem Namen gerecht wirst. Wir waren die Tests hart. Mein Name ist Bu. Es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich bin Buhutler, der Butler. Ich bin Lady Bus bescheidener Diener. Der Grund, warum ich euch hierher gebeten habe, ist der, ich muss euch um einen Gefallen bitten. Buhutler, instruiere ihn. Natürlich, meine Lady. Mario, kennst du einen Ort, den man Windige Schlucht nennt? Inmitten der Schlucht erhebt sich ein Hügel und darauf und das Schloss von Tubabluba. Er ist ein Monster und er frisst Geister. Buhus sind seine Lieblingsspeise. Viele unserer Freunde hat er bereits verschlungen. Wir haben versucht, dieses Ungeheuer zu bekämpfen, um unsere Freunde zu retten. Doch Tubabluba ist viel zu stark für uns. Wir Buhus können ihn nicht mal ankratzen. Er scheint und warum schmiert das Programm zurzeit immer ab? Naja, wobei, stehen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ob der letzte Satz noch mit drauf war. Falls nicht, tut es mir leid. Ich wollte mich auf den Weg zum Sternschnupfengipfel machen, um von dort aus in den Sternhafen zurückzukehren. Doch leider habe ich mich im Wald verirrt. Als ich nach einem Ausweg gesucht habe, wurde ich von den Buhus gefangen. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was denkst du, Mario? Ist doch kein übles Geschäft. Um diesen Stern zu retten, hättest du ohnehin gegen Tubabluba kämpfen müssen. Auf diese Art hilfst du auch gleichzeitig uns Buhus. Und außerdem werde ich mit dir gehen. Ich werde dir helfen, wie niemand sonst es vermag. Meine Lady, was habt ihr eben gesagt? Ihr? In Tubablubas Schloss? Da steht nicht zur Debatte. Ich kann es nicht bewilligen, dass ihr euch selbst in solcher Gefahr aussetzt. Sei still, Buhutler. Ich habe schon zu viel Leid gesehen, das Tubabluba verursacht hat. Ich will mit eigenen Augen sehen, wie er dafür bestraft wird. Außerdem wird mich Mario brauchen. Ohne meine Kräfte kann er das Schloss unmöglich erreichen. Oh, nun denn, Lady.
Ich, Behutler, werde euch begleiten. Es ist meine Pflicht, darauf zu achten, dass man euch kein Leid zufügt. Die Ahnen verlangen es so. Ich werde immer an eurer Seite sein. Hör auf mit dem Unsinn! Ich bin kein Kind mehr. Ich kann selber auf mich aufpassen. Du wartest hier auf meine Rückkehr. Lady? Okay. Bist du damit einverstanden, Mario? Ich werde dich begleiten, bis wir Tuba Blubber besiegt haben. Habe ich eine andere Wahl? Wu gehört zum Team. Ob es dir passt oder nicht. Drücke nach unten, um das Team unsichtbar zu machen. So wird es euch niemand bemerken. Bist du transparent? Gehen Gegenstände durch ihn durch. Bewegst du dich oder drückst du unten, wirst du sofort wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit Ohrfeige den Gegnern Respekt einprügeln oder mit unsichtbar eine Runde lang das Team vor jegliche Angriffe schützen. Also gut, Tuba Blubber mit dem Untergang geweiht. Ist dem Untergang geweiht. Ah, okay. Und hier ist einfach nur die andere Tür, okay. Ist hier noch was? Scheinbar nicht. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass wir unten rechts weiter müssen, wo ich ja ein... Der letzte Mal der letzten Folge, oder war es? Nein, ich bin in dieser Folge erst hier hingekommen, ne? Wo ich den Weg da bei der Villa rechts schon entdeckt habe. Sprachstörungsfindungen. Jetzt haben wir einfach mal ein Buch bei uns. Los, öffnet es. So, Mario, jetzt geht's los. Hast du Angst? Nein. Bin ich ja mal gespannt. Ich würde sagen, einen Kampf machen wir noch. Okay, da passiert nichts. So, Erstangriff erfolgreich. So, bitte einmal scannen. Hypergumba. Das ist ein Hypergumba. Diese sind verrückte und... Dies sind verrückte, unzivilisierte Gumbas, die nur in der windigen Schlucht vorkommen. Maximale KP 7, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie die 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Es empfiehlt sich, Bu oder ein Item einzusetzen, um unsichtbar zu werden. Da geht ihre Attacke sicher vorbei. Okay. Oh, die Attacke macht jetzt wirklich echt viel Schaden. Okay. Er lädt sich jetzt auf, aber ich würde mal sagen, das gehen wir auch so hin. Einfach schon 4 Schaden. Gut, dann würde ich jetzt aber an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.